Ah, jetzt. Gib Gas, Junge. It was only a smile, but my heart it went wild. But I wasn't expecting that. Just a delicate kiss, anyone could have missed. But I wasn't expecting that. No. Did I misread a sign? Your hand slipped into mine. Well, I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you're sad. Well, I wasn't expecting that. And I thought I was the man the last. Yeah. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get a nerve to ask, what did I get right to deserve? Somebody like you. I wasn't expecting that. If you not took a chance on a little romance, when I wasn't expecting that. Oh my god. Then you closed your eyes. It took my heart by surprise. Well, I wasn't expecting that. Dankeschön. Alle drei Stühle. Ja, du Schlingel. Was denn? Wir sprechen uns später. Das ist mein Recht. Ich darf drücken, wann ich will. Ja. Auf den letzten Drücker. Mein Lieber, wie heißt du? Ich bin Luca, bin 13 Jahre alt und komme aus Plattlingen in Niederbayern. Habe die Ehre. Du, ich finde es wunderbar, dass du hier hergefunden hast zu uns ins The Voice Studio. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von deiner unglaublich warmen Stimme. Ist nicht so einfach, weil es einer meiner Lieblingssongs und den hast du so dahingelegt. Echt, das war ganz großes Tennis. Vielen Dank. Du hast, ich weiß nicht, ich stehe auf Bob Dylan und Neil Young und ich weiß nicht, ob du die überhaupt kennst. Schon. Ja? Schon. Stehst du auch auf so eine Musik? Eher nicht. Luca, seit wann spielst du denn Gitarre? Seit 4, 5 Jahren. Oh, schreibst du auch manchmal eigene Songs auf der Gitarre? Ja, ich schreibe selber eigene Songs in der bayerischen Mundart, weil ich denke... Yeah. Entschuldigung. Was? Ey, wollen wir das nicht hören? Also, wenn es nicht zu viel verlangt ist, magst du uns was präsentieren davon? Klar. Yeah. So doch. Geil. Oh Gott. Zack, kein Problem. Mach da eben. Sehr verehrten Damen und Herren, der Luca. Ich hoffe, die lang schon nimmer gesehen. Und du feist mir nicht nur wegen. Du bist gegangen ohne zu fragen. Dabei gab's noch so viel zum Song. Doch ich weiß, dass das nicht geht. Jede Hilfe kam zu spät. Jetzt bist du erlöst von deinem Leid. Alter. Und lebst so bis in Ewigkeit. Doch ich frag mich, wie das so ist. Da oben im Himmel kann's nicht verstehen. Wieso du nimmer da bist, du feist mir sehr. Und ich vermisst dich immer mehr. Kannst du nicht rüberkommen? Um in deine Ohren zu nehmen. Oh. Oh, Alter.
mal hier. Alter, spinnst du? Oh. Über wen singst du da? Über meine Oma, die ist vor einem Jahr an Krebs gestorben und deswegen habe ich ihr dieses Lied gewidmet. Oh. Schön. Deine Stimme hat was wahnsinnig in den Arm nehmendes. Und das ist besonders, ne? Das kann man nicht trainieren, das ist einfach da und das hast du. Am Anfang musste ich mich erst einfinden in die Mundart, um das Bayerisch zu verstehen. Ist nicht so einfach, wenn man nicht aus Bayern kommt. Und dann habe ich aber irgendwann gehört, worum es geht, und es hat mich echt berührt, Mann. Du kannst schreiben. So. Danke. Echt krass. Boah. Das war geil, Gänsehaut. Du bist einfach so ein Sänger, den, also, sowas gibt's nicht mehr so oft. Okay. Also, es rührt mich total, weil meine Oma ist auch gestorben. Und ich vermisse die manchmal auch jeden Tag. So. Also, danke für dieses Lied. Wahnsinn. Also, steht boah. Noch eine Entscheidung boah. Aus jetzt an Ach dieser ja, Stelle. Leider. Wir können jetzt auch noch viel mehr Lieder, würde ich gerne von dir hören. Ja, aber viel mehr Lieder. Das können wir ja dann machen, wenn du bei mir im Team bist. Dann kannst du mir stundenlang vorspielen und ich höre zu. Und, oder ich nehme eine CD auf und schenke sie dann, Sascha, wenn du in meinem Team bist. Tolle Idee. ja, du musst eine Entscheidung treffen. Ich hoffe, du triffst die richtige. Ich weiß, welcher Name ist. Sascha, der im Kopf rumschwirrt. Gesundheit! Man kann mit deiner Stimme und deinem Typ kann man so wahnsinnig viel machen auf diesem Weg. Und der Weg von hier bis ins Finale ist lang. Und ich glaube, ich könnte mit dir den Weg von hier bis ins Finale gehen. Ich hab Pläne. Ich glaube, geht zu Sascha. Yes! Yeah. Oh. Yes! Geil, Alter, echt richtig geil. Luca! Yeah, officially. Und ich bin sehr happy. Timmt Team Sascha. Danke. Es war unglaublich auf der Bühne und vor allem dann die Ehre, mein eigenes Lied spielen zu dürfen. Bedeutet schon sehr viel für mich. Super. Bis bald. Danke dir. Ich finde Sascha als Person eigentlich ziemlich cool und seine Reaktion auf mein Lied war eigentlich die beste von allen dreien. Ja. Super. Echt. Toll gemacht.